Optik ist ein Thema, welches oft etwas sparsam behandelt wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass einem Zielfernrohr der gleiche Stellenwert wie der Waffe selbst eingeräumt werden sollte. In diesem Video möchte ich euch einige Zielfernrohre aus dem Einsteigerbereich, der Mittelklasse und der Oberklasse vorstellen, um euch die Auswahl etwas zu erleichtern. Zielfernrohre gibt es viele. Grundlegend sollte jedoch immer ein angemessenes Budget in ein vernünftiges Glas investiert werden. Von No-Name-Gläsern, welche mit bester Leistung und enormer Ausstattung zu Billigpreisen im Internet angeboten werden, rate ich definitiv ab. Meist überleben solche Gläser nicht die ersten 5 Schuss einer großkalibrigen Langwaffe. Man muss jedoch auch nicht weit über 2000 Euro investieren, um eine vernünftige jagdliche Optik zu erhalten. Die wichtigsten Parameter eines Glases sind zum Beispiel die Vergütung der verwendeten Glassorte und dessen Beschichtung, der Transmissionswert der Optik, die Randschärfe, die Schussfestigkeit und eine zuverlässige, präzise Mechanik. Ein Leuchtabsehen sollte ebenfalls vorhanden sein. Alle anderen Dinge wie ein Zero-Stop oder auch ein Ballistikturm sind nice to have, aber nicht zwingend erforderlich. Ich jage mit Zielfernrohren aus der Mittelklasse, aber auch mit Gläsern aus dem Premium-Segment und hier gibt es definitiv spürbare Unterschiede. Natürlich sollte das erste Glas auch ein weites Feld an Jagdarten abdecken. Daher ist ein Drückjagdglas wie dieses Gecko 1-6x24 viel zu speziell auf eine Jagdart ausgerichtet und nicht empfehlenswert. So imposant und beeindruckend auch dieses Swarovski DS mit Ballistikcomputer sein mag. Auch dieses Glas ist zu speziell als erste Optik, da es kompromisslos auf den Weitschuss ausgerichtet ist. Im Folgenden jedoch einige Gläser aus verschiedenen Preissegmenten, welche wir als erste Optik präferieren. Das Steiner Ranger 3-12x56 ist eines unserer meistverkauften Zielfernrohre. Wir haben das Glas mit 4-fach Zoombereich auf etlichen Büchsen verbaut und die Reklamationsrate ist verschwindend gering. Auch ein guter Jagdfreund von mir nutzt das Glas seit Jahren auf einer Sauer 101 und ist bis heute sehr zufrieden damit. Der Dioptrienausgleich läuft mit gutem Kraftaufwand und ohne das geringste Spiel. Der gummierte Vergrößerungsstellring mit etwas zu dezentem Nocken läuft mit hohem Kraftaufwand. Die Klickrastung ist für meinen Geschmack zu lasch abgestimmt. Das Leuchtabsehen ist in Stufen unterteilt, 6 Stufen für die Nacht, 5 Stufen für den Tag. Zwischen jeder Stufe befindet sich eine Ausposition. Der Punkt selbst ist gut dimmbar und wird rund abgebildet. Die Optik ist klar und randscharf mit neutraler Farbwiedergabe. Das Steiner Ranger, eines der meistverkauften Gläser der Einstiegsklasse mit guter optischer Leistung und gut dimmbarem Leuchtpunkt. Die Klickverstellung könnte straffer abgestimmt sein und das Finish etwas feiner ausgeführt. Sonst macht das Glas in der Einstiegsklasse eine äußerst gute Figur. Auch Minox bietet im Einstiegsbereich mit dem ZX5i 3-15x56 ein gutes Glas an. Das Finish ist fein ausgeführt und auch sonst macht das Glas einen sehr guten Eindruck zur aufgerufenen UVP. Die Dioptrieneinstellung läuft absolut spielfrei mit gut gewähltem Kraftaufwand. Der gerippte Metallvergrößerungsstellring mit gut dimensioniertem Nocken läuft ebenso äußerst wertig. Die Klickrastung läuft gut mit fühl- und hörbaren Klicks. Ebenso findet sich an der linken Seite ein Parallaxenausgleich. Der Kraftaufwand könnte für meinen Geschmack etwas höher ausfallen. Das Leuchtabsehen mit Neigungssensor ist stufenlos einstellbar. Der Punkt wird rund abgebildet, könnte am Tage jedoch etwas heller sein. Die optische Leistung ist gut mit neutraler Farbwiedergabe, jedoch etwas wenig Kontrasten. Das Minox ZX5i, 5-fach Zoombereich, gutes Finish, Neigungssensor, gut abgestimmte Klickrastung und auch eine gute mechanische Leistung. Die Optik könnte mehr Kontraste liefern und der Leuchtpunkt etwas besser abgestimmt sein. Ansonsten bietet das Glas viel Zielfernrohr zu einem fairen Preis. Das Zeiss Conquest V6 2,5-15x56 mit 6-fach Zoombereich und einem für meinen Geschmack zeitlos eleganten Design. Eine absolut saubere Beschriftung mit exzellentem Finish unterstreichen weiter den Zeiss Qualitätsanspruch. Der Dioptrienausgleich läuft ohne einen Hauch von Spiel mit perfekt gewähltem Kraftaufwand. Dies setzt sich am aus Metall gefertigten, gerippten Vergrößerungsstellring inklusive gut dimensioniertem Nocken fort. Die Klickrastung ist straff abgestimmt mit deutlich fühl- und hörbaren Klicks. Die Schraubkappen könnten jedoch aus Metall statt aus Kunststoff gefertigt sein.
Auch eine werkzeuglose Nullung ist beim Zeiss V6 gegeben. Zum Aktivieren des Leuchtabsehens muss die Leuchteinheit herausgezogen werden. Die Steuerung des Leuchtpunktes ist stufenlos. Der Punkt lässt sich fein dimmen, könnte aber etwas schärfer abgegrenzt sein. Ein Neigungssensor ist ebenfalls vorhanden. Die Optik ist kontrastreich und randscharf. Für mein Empfinden ein sehr gutes Bild. In der Mittelklasse ist das V6 eine absolute Empfehlung. Exzellente Klickrastung, sehr gute Optik, hervorragendes Finish und beste mechanische Leistung. Der Leuchtpunkt könnte etwas schärfer abgegrenzt sein und die Schraubkappen aus Metall statt aus Kunststoff gefertigt. Das Carless Helia 2,4 bis 12 x 56 ist ein Glas mit exzellenter optischer Leistung und fünffachem Zoombereich. Das gesamte Glas macht einen äußerst wertigen Eindruck und steht preislich betrachtet in direkter Konkurrenz zum Zeiss Conquest V6. Der Dioptrienausgleich läuft mit gutem Kraftaufwand, hat jedoch minimales Längenspiel. Der Metallvergrößerungsstellring hat einen guten Kraftaufwand, jedoch fehlt ihm etwas Griffigkeit. Auch ein Nocken wäre von großem Vorteil. Die Klickrastung ist gut abgestimmt. Deutlich fühl- und hörbare Klicks sind zu verzeichnen. Das Leuchtabsehen ist stufenlos einstellbar. Der Leuchtpunkt ist fein abgestimmt und lässt sich an jede Lichtsituation anpassen. Er wird rund abgebildet und lässt für meine Augen keine Kritik zu. Das Carless Helia, ein Glas mit exzellenter optischer Leistung, sehr guter Verarbeitung, einem gut abgestimmten Leuchtabsehen und feinstem Finish. Kleine Schwächen zeigen sich nur am Dioptrienausgleich und dem Vergrößerungsstellring. Das Leica Magnus 2,4 bis 16 x 56 mit über sechsfachem Zoombereich zählt zu den absoluten Oberklasse-Gläsern. Der Dioptrienausgleich läuft exzellent und ohne einen Hauch von Spiel. Das Leuchtabsehen ist als Drehwippschalter ausgeführt. Es steht ein Nacht- sowie Tagmodus zur Verfügung. Der Leuchtpunkt zählt für mich zu den besten am Markt, sei es die Dimmbarkeit oder auch die exzellente kreisrunde Abbildung. Auch der gummierte Vergrößerungsstellring läuft mit perfekt abgestimmtem Kraftaufwand. Der gut dimensionierte Nocken gibt höchste Griffigkeit. Die Klickrastung läuft gut. Die Klicks sind fühl- und hörbar. Die Rastung könnte jedoch einen Hauch definierter sein. Der Parallaxenausgleich läuft mit hohem Kraftaufwand. Ein Rastpunkt bei der 100-Meter-Marke wäre sinnvoll. Eine helle, randscharfe Optik mit herausragender Farbwiedergabe ist beim Leica Magnus an der Tagesordnung. Kritik wäre hier fehl am Platz. Das Leica Magnus hat seinen Preis. Dafür erhaltet ihr jedoch ein erstklassiges Glas mit herausragender Farbwiedergabe, Bildschärfe und einem erstklassigen Leuchtabsehen. Swarovski ist aus der Oberklasse nicht wegzudenken. Das Z8i 2,3 bis 18 x 56 mit achtfachem Zoombereich ist derzeit eines der besten jagdlichen Zielfernrohre am Markt. Der Dioptrienausgleich läuft mit gutem Kraftaufwand, hat jedoch minimales Längenspiel. Die Leuchteinheit ist auf dem Okular angeordnet. Es ist ein Tag- und Nachtmodus verfügbar. Anhand einer Plus- und Minustaste wird der scharf abgegrenzte, fein dimmbare Leuchtpunkt gesteuert. Die Klickrastung ist straff abgestimmt mit deutlich fühl- und hörbaren Klicks. Hier ist absolut kein Raum für die geringste Kritik. Der Parallaxenausgleich hat einen exzellenten Kraftaufwand, ebenso verfügt er über einen spürbaren Rastpunkt bei der 100-Meter-Marke. Die optische Leistung ist über jeden Zweifel erhaben, sei es die Bild- oder Randschärfe, Helligkeit oder die Kontraste. Das Swarovski Z8i ist ein Glas, welches nahezu jede Kritik von sich abperlen lässt. Wenn ihr eine kompromisslose High-End-Optik sucht, seid ihr bei Swarovski an der richtigen Adresse. In diesem Video wollte ich euch auch zeigen, dass ihr nicht unbedingt einen horrenden Betrag in ein jagdliches Zielfernrohr investieren müsst, um vernünftig auf die Jagd gehen zu können. Natürlich werdet ihr bei der Einstiegsklasse im Vergleich zur Oberklasse Abstriche hinnehmen müssen, was die Lichtleistung, die Bildschärfe, die Verarbeitungsqualität oder auch den Zoomfaktor betrifft. Eins möchte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Bitte investiert auch einen gewissen Betrag in die Montage. Die Verbindung zwischen Waffe und Optik ist ein sehr wichtiges Element, was euch jeder Büchsenmacher bestätigen wird. Natürlich beraten wir euch auch gerne dahingehend, um das Richtige für euch zu finden. Falls ihr weitere Fragen habt zu Zielfernrohren, Montagen oder alles, was mit der Jagd zu tun hat, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden, sei es per E-Mail, per Telefon oder auch bei uns vor Ort in St. Ingbert. Bis dahin verbleibe ich mit einem kräftigen Waldmannsheil, euer Markus von Living Active.